Bei mir im Studio ist Jörg Traubot, Experte für Sicherheit und Terrorismus. Ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Kulle. Also das, was wir da gerade gehört haben, das spricht von einem psychisch kranken Einzeltäter oder einem Terroristen, einem Rassisten oder auch von einer kreuzgefährlichen Entwicklung in ganz Deutschland. Wir haben eine Gemengelage, sicherlich ganz eindeutig ein rassistischer Angriff auf unsere Gesellschaft, aber gleichzeitig auch mit einem furchtbar verstörenden Krankheitsbild. Da geht über 24 Seiten, ich habe die Wort für Wort gelesen, das macht einen fassungslos, was dort genannt wird. Und das ist aber auch gar nicht so ganz anders als das, was wir in Halle erlebt haben. Auch da wurde ja gesagt, der Holocaust, das ist eine Lüge und deutsche Frauen bekommen keine Kinder mehr, weil der Feminismus zu stark ist und dafür sind die Juden verantwortlich. Also völlig gestörte Bilder, paranoide Bilder, vielleicht schizophrene Bilder mit Verfolgungswahn, mit Überholungswahn. Und das ist die andere Geschichte. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht nur jeweils die eine Seite betrachten. Also wenn wir jetzt sagen, der Mann, der war nur Rassist, nur in Anführungsstrichen, dann ist das genauso gefährlich wie das, was die AfD sagt. Dieser Mann ist einfach krank. Wir müssen diese Gemengelage sehen und dieses Schreiben erstmal auswerten. Und ich glaube, das müssen wir auch medizinisch auswerten. Das ist richtig. Nimmt das gerade zu oder ist das nur ein gefühlter Eindruck? Nein, das nimmt zu. Wir haben ja Einzeltäter überall. In Norwegen Einzeltäter, Christchurch Einzeltäter, überall Einzeltäter, aber die eine ungeheure Macht haben. Die Macht ist das Internet. Und in diesem Fall sogar eine legal erworbene Waffe und es waren einige Waffen unterwegs. Und diese Konstellation ist natürlich fürchterlich. Welche Rolle spielt das Internet bei solchen Taten denn? Das ist ja eine neuere Entwicklung. Es gab es ja vor 30, 40 Jahren nicht. Die RAF hatte beispielsweise kein Internet zur Verfügung. Ja, das ist völlig richtig, Herr Kulle. Internet spielt immer eine Rolle, deswegen können wir auch nicht mehr von Einzeltätern sprechen. In dem Augenblick, wo das Internet dabei ist und es war immer dabei, in Halle war es eine Live-Kamera, dieses Mal ist es ein riesenlanges Manifest und ein YouTube-Video. Es ist immer dabei. Ja, es spielt eine furchtbar große Rolle und der Innenminister Nordrhein-Westfalen hat völlig recht, wenn er sagt, wir brauchen da technologische Unterstützung. Der Staat ist so offensichtlich komplett überfordert, um das in den Griff zu kriegen. Kann man das dann Versagen nennen? Also wenn ein Innenminister sagt, wir müssen jetzt, dann fragt man sich natürlich, warum hat er nicht vorher? Er tut mir eigentlich leid, Herr Kulle, denn natürlich ist das Staatsversagen. Wir haben in Deutschland ein inhaltliches und ein strukturelles Problem. Das inhaltliche Problem begann damit, dass NSU nicht richtig aufgearbeitet wurde. Wir haben die Täter verurteilt, aber wir haben nie richtig hineingeguckt, gerichtlich hineingeguckt, welche Rolle hat der Staat dabei gespielt. Fortsetzung, Breitscheidplatz an Sie, Amri, genau das Gleiche. Erst danach haben wir sehr viel später erfahren, was dort wirklich los war. Das führt in einen riesen Vertrauensverlust in Richtung Berlin. Und das nutzen natürlich jetzt die Täter aus und sagen, es ist ja relativ einfach, gegen den Staat zu schießen. Alles hält den Mund, wir dürfen es machen. Tja, und man darf vor allen Dingen auch damit rechnen, dass es Nachahmer gibt, die, die Copykiller sozusagen, die sich angucken, wie das andere tun. Im Internet notfalls und dann loslegen. Vollkommen richtig. Und damit, Herr Kulle, sind wir beim strukturellen Problem. Ich sage schon lange, auch vor diesem Sender, wir müssen tatsächlich in die Richtung gehen, wie die Amerikaner das machen. Wir brauchen eine Art FBI. Das bedeutet, wenn nationale, vitalen Interessen wirklich gefährdet sind, dann brauchen wir mehr Staat. Wir haben 16 Bundesländer. Wir haben doch sowas. Letztlich. Wir haben eine GSG 9, wir haben eine Bundespolizei, aber wir haben 16 Verfassungsämter, wir haben 16 LKAs. Der Innenminister hat gerade gesagt, was er in NRW tun will. Nein, wir brauchen an zentraler Stelle mehr Befugnisse, die nicht nur wie ein Generalbundesanwalt einschreitet, und zwar in Form von Investigations, sondern auch in der Exekutive. Wir brauchen einfach mehr Zentralismus. Das hört sich schlimm an, Zentralismus, aber es geht wirklich um die Werte unserer Demokratie und das können wir nicht mehr allein den Ländern überlassen. Aber es geht nicht um den Polizeistaat. Viele kritisieren das ja, dass das dann die Folge wäre. Das ist das Erbe, des Zweiten Weltkrieges. Die Polizeiorganisation ist so, weil wir eben damals Zentralismus hatten. Aber 70 Jahre später hat sich die Sicherheitslage geändert. Ich bin der Auffassung, wir brauchen einen neuen Masterplan für unsere Sicherheitsstruktur. Wir reden gleich noch mal weiter. Gerne. Danke für den Moment, Jörg Traubot. Jörg Traubot, sind die Sicherheitsorgane in Deutschland zu schwach, zu unwillig, vielleicht auch zu blind?
In Bezug auf Rechtsradikalismus, Extremismus. Mhm. Wir haben im Kampf gegen den islamistischen Staat und im Kampf gegen den Terror dort haben wir in der Tat eine etwas leichtere Lage gehabt. Da konnten die Sicherheitsorgane von Gefährdern sprechen. Alles war etwas übersichtlicher. Mhm. Jetzt ist es sehr viel unübersichtlicher. Also der Rechtsextremismus beginnt auf dem Sofa und hört dann irgendwann bei einer solchen Tat auf. Das heißt, die Gemengelage geht durch den gesamten Staat. Es reicht nicht mehr nur, Sicherheitsorgane anzuspornen, zu verändern oder einen Krisenstab im Bundeskanzleramt einzuführen. Das sind alles erste Ideen. Nein, es geht darum, dass wir im Volk auch aufstehen. Wir müssen uns erheben. Und dieses Erheben funktioniert nur, wenn es auch in die Erziehung und Ausbildung hineingeht. Das heißt, in den Schulen, in den Familien muss endlich die Botschaft ankommen, so geht es nicht weiter. Da ist das Virus und es ist nicht nur Gift. Gift erfordert wirklich ein Gegengift. Virus ist unterwegs und es ist sehr, sehr schwierig, diesen Virus zurzeit zu bekämpfen. Deswegen ist es, glaube ich, auch an der Zeit, wir haben über die Opfer gesprochen, wir haben über die Behörden und den Staat gesprochen, der Täter. Welches Psychogramm sehen Sie? Das ist ein komplexes Psychogramm. Er behauptet ja, dass er schon als elftägiger Säugling eine Kommunikation mit einem nicht genannten Geheimdienst hatte und dass er in dieser Korrespondenz ständig auch Weisungen erhält. Und inzwischen sei es so, dass er auch Gegenmaßnahmen ergreifen könnte und sich in die Köpfe dieses Geheimdienstes hineindenken könnte. Das hätte bewirkt, dass er 9/11 verursacht hat, dass er Trump mehr oder weniger ins Amt geholfen hat, dass er dafür gesorgt hat, dass es einen Afghanistan-Krieg gibt und all diese Dinge. Und dann kommt das rassistische Element. Er hat als Bankkaufmann offensichtlich in seiner Ausbildung erlebt, wie ein Banküberfall von nichtdeutschen Tätern durchgeführt wurde. Er schließt daraus, dass eben diese Nichtdeutschen, dass die einfach nicht ins Land gehören. Aber er spricht nicht von Ausweisung, sondern auch von einer Art Umvolkung. Er greift den gesamten nordafrikanischen Bereich. Eigentlich greift er alle Länder an, die in der Tat uns hier Sorgen machen. Und er sagt, das ist die Groblösung. Die Feinlösung wäre, man müsste dann nach Südamerika gehen, in die Karibik gehen. Das heißt, die halbe Weltbevölkerung müsste ausgelöscht werden. Er selber hat aber Sorge dafür, dass er dann selber ausgelöscht wird. Denn in einem weiteren Leben könnte er selber dann auch betroffen sein. Also auch ein buddhistisches Element. Mhm. Eine völlig krude Angelegenheit. Man muss, glaube ich, kein Mediziner sein, um zu sehen, ja, da ist offensichtlich paranoider eine Schizophrenie dahinter, die in Überhöhungswahn, Verfolgungswahn und in einen unglaublichen Ich-Narzissmus hineingeht. Und in Rassismus. In Rassismus, ganz kurz noch, der brandgefährlich ist. Zum Schluss hat sich natürlich selbst anscheinend gerichtet, aber auch seine Mutter. Ganz kurz noch dazu. Das ist ein Thema, das offensichtlich wenig behandelt wird. Warum erschießt ein Sohn seine 72-jährige Mutter? Warum überlebt der Vater? Da bin ich sehr gespannt, was da noch an Informationen zu uns kommen wird. Wir sind da noch nicht am Ende der Ermittlungen. Wir erwarten natürlich auch heute weitere Informationen. Dankeschön jetzt erst einmal für den Moment zum Stand der Dinge, Jörg Traubot. Ja, soweit die Pressekonferenz der Vertreter der muslimischen Verbände aus der Bundespressekonferenz in Berlin. Sie haben gehört, liebe Zuschauer, die Vertreter machen sich große Sorgen um zunehmenden antimuslimische Übergriffe in Deutschland nach diesem Anschlag von Hanau erst recht. Jörg Traubert ist bei uns im Studio. Er ist Sicherheits- und Terrorexperte. Vielen Dank, dass Sie noch mal zu uns gekommen sind. Wir haben gerade zum Schluss gehört, da wird ja offenbar, gibt es so eine internationale von Menschen, die vielleicht sogar ihre Ideen austauschen. Das wurde gerade beschrieben. Da gibt es Verbindungen zu Christchurch, vielleicht sogar nach Norwegen, zu Anders Breivik. Ist das tatsächlich so, dass diese Leute sich weltweit aufeinander beziehen und vernetzen, die so etwas tun? Beziehen, ja, aber nicht unbedingt vernetzen. Also von Hanau gibt es überhaupt keine Erkenntnisse, dass er mit anderen Attentätern in Verbindung stand. Man bezieht sich wohl darauf, das war in Halle noch ein bisschen deutlicher,
Aber bei dem hier in Hanau war es einfach so, dass er ein wirklich gutes Konzept hatte. Gemeinsam haben sie alle, dass sie das Internet nutzen. Und zwar zunehmend mehr YouTube. Er hat ja zusätzlich noch ein Manifest dorthin gestellt. Mhm. Also ein Täter, ein Einzeltäter im klassischen Sinne, den gibt es heute nicht mehr, weil immer in irgendeiner Form das Internet dahinter steckt. Mhm. Jetzt wurden auch die Vornamen der Opfer vorhin oder Teile der Opfer vorhin genannt. Und es wurde sich beklagt, dass immer die Täter konturiert werden, sofort nach solchen Ereignissen, und viel zu wenig die Opfer. Deshalb wurden auch diese Namen vorgelesen. Was würden Sie sagen? Ist es eine wichtige Botschaft, die auch ankommt im Land, dass man die Namen nennt, damit die Menschen, die da ermordet worden sind, so etwas wie ein Gesicht bekommen? Aber natürlich, das darf man auch, sollte man auch machen. Der Opferschutz muss wichtiger werden. Er ist besser geworden, aber er ist noch nicht gut genug. Ich bin ehrenamtlich auch Notfallseelsorger und habe ganz viel mit Opfern zu tun, die am Ende sehr oft alleine gelassen werden. Also es gibt eine Regelung, dass sie psychologisch betreut werden für die erste Zeit. Es gibt inzwischen auch eine Abfindungsregelung. Aber das alles ist erst wirklich nach Breitscheidplatz an sie am Riem entstanden. Mhm. Und das ist immer noch nicht genug. Ja, wir müssen uns auch auf die Opfer konzentrieren. Mhm. Es kam ja auch die Forderung, dass die Gesellschaft, dass die Politik sowieso, aber die Gesellschaft sich auch jetzt dieses Problems mehr annimmt. Also da wurde gesagt, es gibt so eine richtige antimuslimische Atmosphäre im Land. Fast jeden zweiten Tag würde es Übergriffe geben. Stimmt das? Lässt sich das zahlenmäßig tatsächlich belegen? Ist das so? Wir sollten uns nicht nur auf antimuslimisch konzentrieren, einfach feststellen, dass seit 1990 über 200 Opfer durch rechten Terror ums Leben gekommen sind. Das ist eine. Das zweite ist, und das hat Seehofer ganz klar gesagt, der Rechtsextremismus, der rechte Terror ist zurzeit die größte Bedrohung, die wir in Deutschland haben. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass das von der Bevölkerung gar nicht so erkannt wird. Wenn dem aber so ist, und ich glaube, das Justizministerium unterstreicht das ja, dann gehört das ganze Thema auf einen ganz anderen Tisch. Also, wir haben zurzeit einen Flickenteppich. Da werden mehr Polizeikräfte, mehr Gebäude geschützt. Es wird alles Mögliche getan, damit wir punktuell besser werden. Das reicht einfach nicht mehr aus. Wir brauchen eine zentrale Führung, und das geht eigentlich nur aus dem Bundeskanzleramt heraus. Eben wurde die Kommission angesprochen. Mhm. Kommission reicht auch nicht. Das ganze Thema Rechtsextremismus, Terror muss eine Chefsache der Bundeskanzlerin werden. Mhm. Und sie muss alle zusammenholen. Justiz, Wirtschaft, Bildung, Finanzen, alles muss da sein. Und dann müssen Ad-hoc-Lösungen geschaffen werden. Denn was wir brauchen, das ist ein Masterplan. Mhm. Und wir haben zurzeit einen Flickenteppich. Ja, diese Forderung ist durchaus angekommen. Sie haben die ja sehr deutlich formuliert. Vielleicht ist da tatsächlich einiges zu verbessern. Wir haben ja den Innenminister vorhin auch gehört. Und die Justizministerin, die ja auch an die Dinge rangehen und überprüfen wollen nochmal. Aber trotzdem, wie kann man denn Gedanken kontrollieren? Wie kann man Leute kontrollieren, die im Netz miteinander kommunizieren und die dann auch noch im Besitz von Waffen sind und so etwas anrichten? Das kann man doch gar nicht kontrollieren, oder, Herr? Doch, man kann das. Also wir haben zwei Ebenen. Einmal das inhaltliche Problem, und inhaltlich muss ich eben über die Kultusminister der Länder in die Schulen reingehen, in die Familien reingehen, aufklären, was bedeutet eigentlich eine Verschwörungstheorie. Also da kann ich ganz, ganz viel machen. Wird zu wenig getan. Die Lehrer werden alleine gelassen. Mhm. Das andere ist das strukturelle Problem, und das bezieht sich auf die Sicherheitsbehörden, die sicherlich mehr zentraler arbeiten müssten, damit diese Täter, von denen immer wieder gesagt wird, die können wir nicht erkennen, das wird immer wieder passieren. Ich bin anderer Auffassung. Wenn die Kommunikation zwischen den Behörden besser funktioniert hätte, hätte man vielleicht auch den Täter von Hanau identifizieren können. Denn der hat ja sogar Briefe an die Bundesanwaltschaft geschickt. Und war bei der Polizei und ist offensichtlich nicht erkannt worden. Man muss mal sehen, was er da geschrieben hat. Da sollten wir auch keine Vorverurteilung machen. Jörg Traubert war das, der Terrorexperte. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren, und danke für Ihre klaren Positionen. Vielen Dank.